Sprache des Herzens, Norberts Podcast-Serie mit Einblicken in das wahre Wesen der Liebe, deiner sich entfaltenden Herzenssprache und deinen Herausforderungen in diesem so intensiven Wandel der Menschheit. Wenn du mich vielleicht schon aus anderen Folgen hier kennengelernt hast, so beschäftige ich mich mit den vielfältigen Möglichkeiten und Verbindungen zu dieser feinstofflichen Welt. Ich liebe es, derartige Liebesbeziehungen aufzubauen und zu erhalten. Und das nicht nur in den Momenten der Not oder der Trauer oder des Schmerzes, sondern vielmehr in den Momenten des Lebens, in denen es mir gut geht. Wir machen doch auch zwischenmenschlich die Erfahrung, dass die stärkste Form des Aufbaus von Vertrauen, von Freundschaft, von Liebe der Moment ist, wo es mir gut geht und nicht der Moment eines Hilferufes. Auf diese Weise spüre ich freilich auch den Einfluss geistiger Kräfte auf meine eigenen Lebensabläufe. Und ich lasse mich von ihnen freilich auch durch die öffentlichen wie auch durch meine persönlichen Krisen begleiten. Wichtige Entscheidungen im Leben werden meist von mir vorderhand abgestimmt auf eine höhere Sichtweise dieser Kräfte. Und ich habe über die Jahre meines Lebens in Guatemala gelernt, deren Impulsen in Gefahrenmomenten und in großen Lebensherausforderungen nachzugehen, diese Impulse zu spüren und darauf frühzeitig zu reagieren. Es ist der beste Schutz in Situationen oder in Lebensbedingungen, wo wir Gefahr und Risiko spüren. Welchen Rat würden also die geistigen Kräfte dir im Zusammenhang mit den derzeitigen Lebensherausforderungen geben? In Vorbereitung auf diese Folge ging ich an meine eigene Mesa, an meinen Altar und dies in meiner eigenen inneren Zentrierung, um auch die Impulse für die Ideen, für die Vorstellungen zu bekommen, aus dieser Krise, sei es der Pandemie oder auch aus einer anderen persönlichen Krise, besser herauszufinden. Ich lerne also in schwierigen Lebenslagen, die Impulse des eigenen Herzens zu spüren und über diese Herzensimpulse eine Kommunikationsform mit geistigen Kräften, die mir nahe sind, aufzubauen. Es wäre also auch für dich schön, diese Sprache des Herzens zu lernen. Es ist eine wahre Sprache, die aus deinem tiefsten Inneren und auch aus deiner Seele kommt. In Zeiten des Chaos und der Krise ist es ungemein wichtig, wachsam und auch achtsam zu sein, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Man bekommt in besonderen Gefahrensituationen immer die entsprechenden Impulse, auf die ich dann reagieren kann, nach denen ich entscheiden kann. Und das ist aus meiner Erfahrung die Voraussetzung, dass mir geistiger Schutz auch entsprechend gegeben werden kann. Es bedarf also eines Hineinhörens auf geistige Impulse und dabei darf allerdings nicht die Angst, die Besorgnis gegeben sein. Angst und Wut machen mich als Mensch schutzlos. Sie nehmen mich ein, sie hüllen mich ein in einen dunklen Gefühlsnebel und dabei wird der Mensch orientierungslos und verliert auch sein Feingefühl und auch sein Gespür für die Wahrheit. In der derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklung wird manches immer klarer und auch sichtbarer. In menschlichen Krisen war es schon immer für die negativen Spirits leicht,
Menschen voneinander zu trennen, sie zu manipulieren und sie zu fanatisieren, sei es von geistigen Kräften aus oder sei es auch von Menschen, die diese Situation nützen. Wenn im eigenen Freundeskreis, in meiner Familie durch meine Meinung und durch meine Haltung Trennung geschieht, dann lassen mich meine Spirits augenblicklich erkennen, welchen Energien und Kräften ich gerade ausgesetzt bin. Ich sehe es dann meist auch als Zeichen, den Respekt vor dem anderen bereits verloren zu haben, auch wenn ich mich dabei als wichtig, kämpferisch und auf dem Wahrheitsweg empfinde. Es zeigt sich also auch in dieser Krise der Pandemie, wie achtsam gerade Menschen sein sollten, die an die Anderswelt glauben. Gutgläubigkeit wäre Schwäche. Es ist auch sehr interessant zu beobachten, wie politische und populistische Vertreter in diesen Krisen ihr neues Umfeld, vielleicht schon auch ihre neuen Wähler, versuchen zu erreichen. Auch manche Persönlichkeiten, die sich im Internet aufspielen, die auch keinerlei Verantwortung für die Allgemeinheit zu tragen haben, sie finden mehr als genug Gutgläubige und endlich ein Publikum, das an sie glaubt. Viele Menschen vergessen in dieser Krise die bewährten Methoden vieler westlichen Medien zu recherchieren, in Redaktionen nach einem Weg zu suchen, Menschen aufmerksam zu machen. Wie wichtig ist doch die Aufgabe von Politik und Wissenschaft, unsere Gesellschaft möglichst vor Krankheit, Leid und Tod zu schützen? Ich habe lang genug auf einem anderen Kontinent gelebt, um die Auswirkungen populistischer Volksvertreter zu sehen, die nur ihr eigenes Ziel vor Augen haben. Politik, Medien und öffentliche Einrichtungen zu kritisieren, ist in einer Demokratie freilich sehr, sehr wichtig. Aber es sollte mir auch bewusst sein, wie heikel es sein kann, deren Bemühen um das Gemeinwohl zu hinterfragen. Es könnte der Beginn eines allgemeinen Misstrauens sein, das viele Errungenschaften vorheriger Generationen in kürzester Zeit zunichte machen kann. Es scheint sich das Geschehen ja nun doch nach und nach zu beruhigen, und ich möchte in dieser Folge ja auch eingehen auf die Sprache des Herzens, die wir mit den geistigen Begleitern gerade in Krisenzeiten führen könnten. Manche mögen dies als Gebet bezeichnen, andere sehen diese Verbindung am stärksten in einer Meditation gegeben. Ich habe kürzlich mit meiner Schwester eine Form der Kommunikation mit den Geisteswesen gewählt, die in Maya auch als Konzentration bezeichnet wird. Ein Medium geht in das Innerste, in die Herzkraft, von wo aus sich die Verbindung in die Anderswelt aufbauen kann. Und es waren einfache, umsetzbare Botschaften, die wir für unseren Zeitgeist hier erhielten. Immer wieder machen mich geistige Kräfte darauf aufmerksam, mich nicht zu sehr an den Emotionen, Gedankenströmen und diversen Diskussionen und Vorstellungen der Menschen zu beteiligen und in intensiven Momenten ganz bei mir zu bleiben, innerlich zentriert zu sein, verbunden mit meinen geistigen Begleitern, die unseren Wandel in der Menschheit auch in dieser Krise jetzt begleiten. Aber welchen Beitrag kannst nun du in diesem Wandel, in dieser Krise der Menschheit leisten? Ich möchte dir hier ein paar Hinweise und Impulse geben, die ich selbst täglich in mein Leben einbaue und, wie man so schön sagt, beherzige. Wir brauchen viele positive und geistig verbundene Menschen, ungeachtet von Religion und Kultur. Sie
und wir alle bauen auf diese Weise der Verbindung zum Positiven und Lichtvollen die neue Welt. Sie sind die Hoffnung für unsere Kinder und auch für unsere Zukunft, und es wäre wunderbar, wenn du dich geistig bewusst diesen Menschen anschließen könntest, ohne sie vielleicht zu kennen. Bauen wir dieses geistige Netzwerk bewusst auch als Alternative zu den so sehr von negativen Menschen missbrauchten sozialen Netzwerken. Diese oft so übermächtig werdenden, manipulierenden Energien aus den Tiefen der Unterwelten sind unsere eigenen negativen Geschöpfe, denen wir selbst ausgeliefert sind und die wir kaum mehr loswerden, weder individuell noch in der Gemeinschaft der Menschheit. Wir selbst haben sie erschaffen und es sind unsere eigenen Dämonenkräfte. Sie nähren sich in den bekannten Shitstorms. Sie ergötzen sich an den negativen Meinungen so vieler Menschen, die an den PCs sitzen. Und es ist ein ganz zentraler Aspekt des neuen Zeitgeistes, letztlich sich ganz bewusst an lichtvolle und respektvolle Menschen zu halten. Die Entwicklung des neuen Zeitgeistes ist wie ein reißender Strom, gegen dessen Kraft wir nicht ankommen. Da verlieren auch Dunkelkräfte immer stärker ihren Einfluss auf uns Menschen. So beschreiben die Hopis, die Indianerweisen, den neuen Zeitgeist. Wie sollten wir nun mit diesen so negativen und trennenden Kräften umgehen? Wichtig ist, dass wir trennungsschaffende, negative, manipulierte Menschen nicht ausgrenzen. Geben wir ihnen Respekt, binden wir sie bewusst in Verantwortungsbereiche ein. Es sind auch aus meiner vieljährigen Erfahrung als Lehrer meist sogar sehr verlässliche und sehr kraftvolle Menschen, die seelisch zerrissen sind und die oft auch verbal um sich schlagen oder ihre Negativität auf andere ableiten. Es sind Menschen, die Liebe und Akzeptanz meist auch in ihrer Kindheit nicht erfahren durften. Es sollte uns dabei auch bewusst sein, dass unser Widerstand gegen sie uns selbst schwächen würde und deren Verhalten sogar noch stärkt und mächtiger macht. Wenn uns Wut, Aggression, Zorn oder Ablehnung ergreifen, dann sind wir bereits dabei, diese negativen Kräfte auch in uns zu stärken und zu vernetzen. Es ist ein ganz zentraler Teil unserer energetischen Schwächung. Betrachten wir doch die Geschehnisse, die Unvollkommenheiten der Menschen, aber bleiben wir dabei stets innerlich zentriert und aus geschichtlichen, schmerzvollen Erfahrungen können wir dazu nur sagen, überlassen wir ihnen nicht die Macht und weisen wir sie in Schranken, wenn sie über rote Linien gehen und zum Beispiel zentrale Menschenrechte beginnen zu missachten. In all dem ist es so wichtig, unser Innerstes, unsere Mitte frei von solchen negativen Gefühlen zu halten, auch dann, wenn unsere Gefühle eine andere Sprache sprechen. Aber es möge uns auch bewusst sein, dass es zu den zentralen menschlichen Aufgaben gehört, den Umgang mit den Dunkelwesen auf die Reihe zu bekommen. Wir leben eben in der Polarität und im Spannungsfeld des Dunkels, und in diesem Spannungsfeld können wir uns und unsere Seelen wahrlich auch erleichtern und weiter entfalten. So ist es in der Menschheit vorgesehen. Aber wir haben freilich auch die Option, uns noch intensiver mit den Dunkelmächten zu verstricken.
Es liegt also wieder an jedem Einzelnen, ein Leben in Respekt auszurichten und es auf diese Weise vielleicht sogar meistern zu können. Die Maya weisen damit verbunden auf die wichtigsten Gesetze hin, die dieses Spannungsfeld des Dunkels, vor allem auch in der derzeitigen Krise, erheblich vermindern könnten. Einer der wichtigsten Verknüpfungspunkte für ein Miteinander, für Friede und für eine heilvolle Gemeinschaft ist der Respekt vor der Sichtweise eines anderen, selbst wenn diese Sichtweise völlig anders gelagert ist, als es meinem eigenen Wahrheitsempfinden entspricht. Ein weiterer ganz zentraler Verknüpfungspunkt für ein heilvolles Miteinander ist im Maya-Kalender gegeben als Doch. Es ist die intensivste menschliche Form des Gebens, wenn wir uns hingeben können. Die Hingabe ist also das größte Geschenk. Wir kennen es vielleicht in der Sexualität, aber gleichermaßen in der Spiritualität oder in Aufgabenbereichen des Lebens. Es ist ein ganz zentraler Aspekt des sich innerlich Öffnens und des Vertrauens. Ein ganz zentraler Teilaspekt dieser Hingabe, dieser inneren Systemöffnung ist das Mitgefühl. Es ist unsere Fähigkeit, den anderen zu spüren und sich in den anderen einfühlen zu können. Lasse dich auch in Sekundenbruchteilen der Begegnung auf der Straße, im Geschäft, in deinen alltäglichen Lebensabläufen auf die Menschen ein, die dir begegnen. Lerne dabei die Sprache der Augen, vor allem, wenn die Maske noch Teile deines Gesichtes verdeckt. Die Sprache der Augen ist die Sprache der Seele. Von deinen Augen gehen die intensivsten seelischen wie menschlichen Impulse und Botschaften aus. Meist unbewusst und von dir sogar unbemerkt. Aber die meisten Menschen, denen du begegnest, bemerken unmittelbar, was du ihnen über die Augen sagen möchtest. Sende also über die Augen auch die eine oder andere ganz wichtige Botschaft in den heutigen Zeitgeist und zu den Mitmenschen, die dir begegnen. Diese Botschaft ist: Wir gehören zusammen, ich spüre dich, ich nehme dich wahr, ich grüße dich, ich ehre dich, und gib mit deinen Augen ein Lächeln weiter, eine positive Ausstrahlung deiner Seele und deines Herzens, das so vieles in dir selbst, aber auch in den Menschen, die dir begegnen, in Sekundenbruchteilen heilen und verändern kann. In diesem Sinne freue ich mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit dir und den Spirits, die uns Menschen lieben und begleiten. Ich schenke dir hier mein Lächeln und auch meine Dankbarkeit für dein Vertrauen. Dein Norbert Muick und Norberts Sprache des Herzens. Übrigens, ich freue mich darüber, wenn du diese Podcasts auch deinen Freunden und Bekannten weiterleiten möchtest.